Oh, und herzlich willkommen zurück zum Wo ist meine Maus hin? Nein, wir müssen hier mal eine Umfahrung von da nach da rüber bauen. Im Klartext, weil sonst, beziehungsweise vielleicht auch hier, dass wir irgendwas Platzsparendes haben, was ich hinbauen könnte. Ich meine natürlich platzsparend. Was in alle Richtungen zeigt. Wäre das was? Das wäre was, oder? Das wäre mit Sicherheit was. Brauchen wir auf jeden Fall auch mal schnell Autobahnstück. Wird gleich mal umgebaut eigentlich. Das Stück gleich umgebaut. Ich immer gesagt, jawohl. Jetzt reißen wir mal raus. Setzen wir die Kreuzung noch, die wir schon gerade gehabt haben. Hier war es nicht. Ich könnte es gewesen sein. Dazu fällt da noch ein bisschen was weg. Welchen Tasten kann man jetzt noch mal drehen? Das habe ich schon wieder vergessen. So, rechte Maustaste gedrückt werden. Und wir sollen so jetzt ein bisschen umbauen. Und da haben wir gar keinen Anschluss mehr und da auch nicht. Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir alles noch. Verdreht so total. Das schon mal. Das sieht natürlich jetzt ein wenig komisch aus, aber müssen wir jetzt so mitleben. Da müssen wir noch ein Stück abreißen auf jeden Fall, dass wir das schön anschließen können. Das noch weg. Das noch hin. Jetzt können wir gleich die
Zonen eigentlich theoretisch ein wenig ausbessern. Außertechnisch, das können wir so lösen. Verkehrstechnisch, die ganzen Ampeln, wo entstanden sind, können natürlich wieder entfernt. So, hat der schon mal. Jetzt dürfte der sich auf jeden Fall auflösen, der Stau auf dieser Kreuzung, weil die gibt es jetzt nicht mehr so. Die Kreuzung müssen wir auf jeden Fall noch machen werden, wie der ist. Die Zufahrt hier so abzwacken. Um da auch wieder die Verbindung herzustellen. So. Läuft auf jeden Fall flüssiger, meine ich, oder? Staut sich immer noch gewaltig. Okay, viele wollen darauf. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Okay, die wollen darauf. Kein Problem, die kriegen eine andere Anbindung. Warum nicht? Die kriegen halt hier eine spezielle Auffahrt. Kriegen die dann eine spezielle Auffahrt, dann dürfte sich das auf jeden Fall nicht mehr durch die Stadt stauen, weil die Verbindung streichen wir jetzt direkt. Die streichen wir. Mal kriegen wir ein bisschen Büroflächen wieder dazu. Zweitens mal haben wir keine Probleme mit irgendwelchen Sachen mehr. Vorwort, Vorwort gewähren. Vorwort. Vorwort und Gewehren.
Dann können wir weiterlaufen lassen, hätte ich mal gesagt. Jetzt werden wir mal schauen, wie sich der Verkehr gleich verhält. Wenn noch keine Sau mehr darüber fahren kann, sondern die alle da außen rum über die spezielle Autobahn fahren. Geht natürlich die Nutzung etwas zurück, muss man sagen, aber die wird wieder steigen. Wir können auch einen Tunnel unten durchbauen, aber gut. Jetzt dürfte es gerade geleckt haben, einen Moment. Und na gut, die Einwohner gehen wieder runter. Könnte aber auch mit der Sterberate zusammenhängen, die vielleicht etwas höher ist. Wo wir unbedingt in diesem Gebiet noch etwas nachbessern sollten einmal. So wie da können wir auf jeden Fall noch eine mal hinsetzen. Geld ist genug da, es ist das gar kein Problem. Eieiei, ist da ein Riesenverkehr. Ja, so haben wir. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, es umzusetzen. Die Züge stauen sich, da brauchen wir auf jeden Fall an, zwei im Bahnhof. Müssen wir auf jeden Fall viergleisig, beides viergleisig ausbauen. In die nächsten Folgen dann. Falls ihr euch wundert, ja, ich hatte gerade richtig viel Lust, habe einige Folgen aufgenommen von Skylines. Im Klartext, da müssen wir auf jeden Fall mit der Zuganbindung einiges machen, weil das geht ja so überhaupt nicht weiter. Das ist ja Witz. Geht dann auch eine Zugverbindung? Gar nichts, ne? Wir haben nur eine von unten, also von unten rechts und oben haben wir eine. Und ja, die müssen wir so, die müssen, haben wir ja einzeln schon Rinder geführt, ne? Ab da müssen wir, das da nach unten passt ja auch, aber da Rinder, das müssen wir anders verlegen auf jeden Fall. Das hat sich auf jeden Fall verkehrstechnisch gelohnt, umzusetzen. Auf jeden Fall. Staut sich zwar immer noch. Aber warum? Weil hier wahrscheinlich. Ihr habt Stopp. Ihr habt Vorfahrt und ihr habt Vorfahrt gewählt. Sind wir da nicht mehr her. Gut, da werden wir auch nochmal nachjustieren. Vorfahrt gewähren. Das gleiche hier. Jetzt können die da schon schön warten, bis die da runtergefahren sind. Das gleiche machen wir da. Einen gewissen Vorteil müssen ja die haben, die hinten wohnen. Beziehungsweise. Ist überhaupt noch möglich, nötig, die zu haben. Nach da hinten müssen halt alle da Rinder fahren, aber das ist ja kein Problem. Gut.
Dann beende ich an der Stelle mal wieder die Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und in den nächsten Folgen wird es dann um den Bahnausbau gehen und Nahverkehr und so weiter. Bis dahin. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Staudamm, das funktioniert immer noch nicht so richtig. Aber gut. Bin immer gespannt. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag.